und Frameworks noch. Was diese schönen Worte da oben bedeuten, das versuche ich eben jetzt dann zu erhellen. Natürlich kann ich das nicht in der vollen Schönheit, die diesen Dingen eigentlich gebührt, erledigen. Etwas leiser werden wird es nicht so irritierend, glaube ich. Das habe ich jetzt hier in dem Kapitel algorithmische Komponenten drin, weil es irgendwie dazu passt, weil es gerade bei Patterns um Dinge geht, die um Muster, Vorlagen geht, also eigentlich solche Kochrezepte oder Gebrauchsanweisungen geht, wie man ein bestimmtes Problem am besten bearbeitet und löst. Ich möchte anfangen hier in diesem Abschnitt 5 mit dem objektorientierten Programmieren. Objektorientiertes Programmieren gibt es auch schon ein paar Jahre, wahrscheinlich 40 Jahre. Die Ideen dazu, die stammen insbesondere von dem Alan Kay, der am Xerox PARC viele wichtige Entwicklungen der Informatik angestoßen hat, unter anderem eben das objektorientierte Programmieren. Und es hat begonnen mit so einer Programmiersprache, die Smalltalk heißt, und die Ideen, wie gesagt, von Alan Kay, es gibt so die Geschichte, das Gerücht, dass der Alan Kay da seine Ideen auf einer Seite aufgeschrieben hat und dass dann dieser Dan Ingalls und die Adele Goldberg, dass die Smalltalk, die Programmiersprache dann tatsächlich gemacht haben. Ich habe früher auch mal ein bisschen in Smalltalk, sogar eine ganze Menge in Smalltalk programmiert, und das hat schon sehr viel Spaß gemacht im Verhältnis zu den imperativen Programmiersprachen, die wir bisher besprochen haben. Wir haben beim JavaScript auch schon ein bisschen über Objekte gesprochen, und jetzt möchte ich Ihnen erklären, was mit Objekt gemeint ist und wie man die so ein paar Ideen geben, wie man vernünftig mit solchen Objekten programmiert. Wir haben schon über Datenstrukturen gesprochen, und das Wichtige an den Datenstrukturen ist, dass man die Objekte der Datenverarbeitung, die man hat, also sagen wir lieber die Gegenstände der Datenverarbeitung, die man hat, mit ihren vielen Attributen zusammenfasst. Also der Stuhl, der hat Polster, eine Farbe, das Metall hat eine Farbe, der hat ein paar Funktionen, der hat sicher auch ein Gewicht, Abmessungen. Also es gibt eine ganze Menge Attribute, die so ein Stuhl hat. Und die fassen wir zusammen zu einer Datenstruktur. Aber was ganz interessant ist an diesen Stühlen, die hier stehen, ist, die kann man auch mit den Nachbarstühlen zusammenfassen. Dieses mit den Nachbarstühlen zusammenfassen, das unterscheidet sie wahrscheinlich von vielen anderen Stühlen, die es gibt. Nebeneinander stellen kann man die und dann so zu einer Reihe machen. Die haben also, abgesehen von der Abfrage, wie viel wiegt das Ding und wie groß ist es, noch eine weitere spezielle Eigenschaft, das macht sie zu besonderen Stühlen, das ist dieses Verketten. Und das Verketten, das wird bei unterschiedlich verkettbaren Stühlen auch anders funktionieren, nehme ich mal an. Die muss man dann anders zusammenstecken. Also zu so einer, einerseits ist eine Datenstruktur eben so eine Menge von Attributen. Und zweitens brauchen wir Funktionen, um den Inhalt von diesen Datenstrukturen zu manipulieren. Wir können auch das direkt reinschreiben mit dieser Punktnotation oder wenn wir nur einen Zeiger haben, mit der Pfeilnotation. Aber wir könnten es auch in Funktionen zusammenfassen, um was zu ändern daran. Und wir hatten ja
auch schon vorhin, heute früh, diese Funktion new, mit der wir so ein Q-Element anlegen. Und in dieser Funktion new fürs Q-Element, wo haben wir es denn? Hier, da waren Eigenschaften von dieser Datenstruktur mit reinprogrammiert. Nämlich, dass wir dem Item was zuweisen müssen und dem Zeiger aufs Nächste was zuweisen müssen. Also es gibt Funktionen zur Inhaltsmanipulation, zur Manipulation von diesen Objekten, zum Erzeugen, vielleicht auch zum Entfernen dann eine Funktion. Und diese, viel von der Semantik der Datenstruktur steckt in diesen Funktionen drin. Ich habe hier nochmal ein Beispiel. Und mit diesem Beispiel von den Eisenbahnwaggons, da wollen wir jetzt dann auch noch ein bisschen weiterarbeiten. Also, ich definiere hier eine Struktur Fahrzeug. Und diese Struktur Fahrzeug, die geht also los mit einem String, Name vom Fahrzeug, dann kommt wieder so ein Aufzählungstyp, Lok, Personenwagen, Güterwagen, was es eben so gibt. Das Feld nenne ich jetzt die Art von Fahrzeug. Dann haben wir ein Baujahr und den Zeiger aufs Nächste. Und der Zeiger aufs Nächste, der ist bei der Eisenbahn irgendwie noch ganz, ganz nett, nämlich das wird ein Zug. Vorne eine Lok und hinten dran ein Zug. Und wenn wir sowas benutzen wollen, dann definieren wir mal ein Fahrzeug hier, deklarieren ein Fahrzeug, einen Zeiger auf so ein Fahrzeug und nennen das Lok. Und wir initialisieren ein Fahrzeug, indem wir zunächst mal das Fahrzeug anlegen. Da wird also Speicher gemacht, hier oben steht das. Das gibt einen Zeiger zurück und dann setzen wir die wichtigsten Felder davon. Und hier können wir an die Lok bei Next ein weiteres Fahrzeug anhängen. Das machen wir hier mal, indem wir Fahrzeug initialisieren und anhängen. Und eine Lok ist also dann, naja, ein Zug ist eine Liste von solchen Fahrzeugen, wobei es dann auch die Randbedingungen gibt, dass die Lok natürlich das erste Fahrzeug sein muss. Und es gibt wahrscheinlich noch mehr Randbedingungen, nämlich dass die Lok stark genug sein muss für all das, was da angehängt worden ist. Man muss also vielleicht die Gewichte zusammenzählen von den Fahrzeugen, die da hinten dran hängen, damit die Lok das auch wirklich noch ziehen kann und so weiter. Hier haben wir eine Funktion, um so ein Fahrzeug anzulegen und den Zeiger darauf zurückzugeben. Hier Sternchen wieder, wir wollen einen Zeiger machen. Erstmal machen wir also help, das bekannte Muster zum Anlegen, das haben wir ja jetzt schon öfters gesehen, einen Zeiger auf dem Fahrzeug. Dann machen wir einen malloc, hier size of Fahrzeug, genügend Bytes im Speicher ordern. Jetzt habe ich hier ein bisschen Fehler. Behandlung, falls das fehlschlägt, also einen Null-Pointer zurückkriegen, dann müssen wir irgendwas machen, Fehlermeldung ausgeben und sonst was, und dann geben wir das Help zurück. Also Alloc, Fahrzeug, da kapseln wir das Anlegen von einem Fahrzeug. Kapseln. Das ist auch wichtig für das, was wir weiter betrachten. Das ist aber auch beim imperativen Programmieren wichtig, dass wir solche Sachen, solche Manipulationen von diesen Objekten kapseln, verpacken. Und jetzt habe ich hier noch das Initialisieren, das ist auch wieder sowas, verpacken, kapseln, eine Funktion initialisieren. Und ich nenne jetzt mal diese Variable hier, die wir hier, also den Zeiger, den wir hier reinstecken, das nenne ich jetzt den Parameter, nenne ich das mal self, sich selbst. Also selbst Name, das was wir hier oben angelegt haben, da machen wir jetzt erstmal den leeren String hinein, weil wir noch keinen vernünftigen Namen für die Lok haben, oder für das Fahrzeug, was immer es auch sein mag. Und das Next setzen wir ebenfalls auf Null. Und die anderen, da kümmern wir uns jetzt erst auch mal nicht drum, Baujahr und so weiter. Aber wichtig ist, dass wir das hier mal auf zurücksetzen und diesen Zeiger der angehängten Fahrzeuge zum Rest des Zuges, dass wir das auch auf Null setzen. Und dann geben wir das wieder zurück, das frisch initialisierte.
Und wenn wir das, na, ich gebe das deshalb zurück, wir kriegen es zwar hier auch als Parameter mit, aber wir geben uns selbst auch wieder zurück, damit wir hier sowas schreiben können, eine Lok. Also hier in diese Lok, da wollen wir jetzt ein Fahrzeug ablegen, das wir alloziert und anständig initialisiert haben. Und angehängt wird dieses hier. Und weil das hier so schön die Zeiger auf diese Objekte zurückliefert, können wir auch sowas hier vernünftig schreiben. Die Semantik, ich habe eben schon gesagt, kann die Lok den Zug ziehen und sowas, die muss dann in spezifischen Funktionen für diese Datenstruktur programmiert werden. Ich habe gesagt, gerade eben, das war bisher schon so, bei dem C, was wir gemacht haben. Zu einer Datenstruktur gehören auch die Funktionen, mit denen wir mit der Datenstruktur umgehen, die wir dazu schreiben, um mit der Datenstruktur umzugehen. Und das Neue, die Idee am objektorientierten Programmieren ist, dass wir es jetzt zusammenfassen. Also dass dieses Funktionen und die Struktur eine Einheit bilden. Und daraus kann man, das werden wir dann auch noch sehen, ein paar sehr nützliche Sachen entwickeln. Zunächst mal fassen wir also nur zusammen Struktur und Funktion. Der Klassiker ist, das haben wir eben auch schon gesehen, zu einer Struktur gehört es allozieren, es initialisieren und das Vergleichen vielleicht auch noch. Vergleichen, löschen und solche Dinge. Klassiker eigentlich. Vergleichen von Strings hatten wir besprochen. Das ist eigentlich auch sowas, wozu das brauchen wir für, oder auch das Vergleichen von Strukturen selber, hatte ich ja vor ein paar Vorlesungen gesagt, kann man auch nicht einfach machen, indem man das byteweise vergleicht. Strings kann man auch nicht einfach alle 32 Byte vergleichen und hoffen, dass das dann das richtige Ergebnis liefert, sondern da muss man ein bisschen mehr machen. Und diese Vergleichsfunktionen gehören also eigentlich auch zur Datenstruktur dazu. Das führt uns jetzt zu der ersten guten Auswirkung davon. Wir können jetzt auch nach Modularisieren unsere Programme entsprechend der Datenstrukturen. Also wir modularisieren nicht mehr so funktional. Das ist jetzt alles, was wir benutzen, um eine Ausgabe zu machen. Das ist jetzt alles, was wir, alle mathematischen Funktionen, sondern man modularisiert jetzt, das sind alle Funktionen, die Fahrzeuge manipulieren. Aber wir sagen gar nicht mehr, das sind alle Funktionen, die Fahrzeuge manipulieren, sondern wir sagen, das ist das Objekt Fahrzeug. Da gehört einerseits die Datenstruktur dazu und andererseits die Funktionen, um die zu manipulieren. Und das wird jetzt das neue Objekt, oder das neue, nein, nicht Objekt, das neue Kriterium für Modularisierung. Auf diese Weise, ich habe das hier nochmal aufgezeichnet, so ein Objekt ist einerseits Datenstruktur und andererseits Funktionen, um damit umzugehen, mit dieser Datenstruktur. Das kann Triviales sein, wie hol mir mal das Gewicht von dem Güterwagen oder das Baujahr von dem Güterwagen. Es kann aber auch sein, zieh mal diesen Zug, wenn wir ein Objekt Lok haben und noch ein Objekt erster Wagen von Zug, an dem noch viele weitere dranhängen. Und deshalb habe ich das hier nochmal, um das klar zu machen, diesen grauen Kreis und dann die Datenstruktur und die Funktionen daneben hingeschrieben. Ich habe schon über Smalltalk gesprochen. Wir werden hier in der Vorlesung nicht Smalltalk machen. Es gibt übrigens eine modernere Version vom Smalltalk, die auch Open Source und alles ist. Das ist das Squeak und das betreibt auch der Dan Ingalls noch eifrig. Wir werden hier in der Vorlesung das Objective-C benutzen und der ganz konkrete Grund ist, dass man mit dem Objective-C
Apps schreiben können für iPhones und iPads und so weiter. Und das wollen wir im Rahmen der Vorlesung und der Übung auch noch ein wenig studieren, wie man eine App schreibt. Das macht ja auch irgendwie Spaß. Und aus diesem Programmieren von Apps in der Vorlesung ist ja übrigens auch die MyTU-App entstanden, weil eine ganze, ja, zwei, drei von ihren Vorgängern Lust hatten, mal eine App zu schreiben und eine, die noch was Nützliches macht. Und daraus ist eben das MyTU geworden, mit ein bisschen Hilfe. Das Objective-C, das ist so um 1980, ab 1980 entstanden. Da diese beiden Herren da, Brad Cox und Tom Love, haben das als erstes betrieben. Und das ist inspiriert worden vom Smalltalk, wie so vieles, was dann im Xerox PARC gemacht worden ist, hat eben auch das Smalltalk dann in anderen Inkarnationen, in anderen Gestalten die Informatik nachhaltig beeinflusst. Das Objective-C, das ist in das Next Step reingekommen. Das Next war ja mal so eine Firma, die ganz andere, radikal neue Computer entworfen hat. Das hatte Steve Jobs mal eine Zeit lang betrieben. Und dann ist daraus das OpenStep geworden, als das Hardware-Business von Next kaputt gegangen ist. Aber auch das GNU-Step ist daraus geworden. Und dann später, als der Steve Jobs wieder bei Apple war, ist dann daraus das Cocoa und das iPhone-Betriebssystem und dann das iOS entstanden. So ist da die Genealogie. Und man hätte auch C++ nehmen können. Ich persönlich finde jetzt C++ nicht so doll, aber das C++ tut es halt nicht für die iOS-Devices. Und für die Android, für das Android-Betriebssystem, für die anderen Smartphones, die da draußen sind, da bräuchte man Java, auch eine objektorientierte Programmiersprache. Wir haben aber jetzt mal das Objective-C angepackt. Das Objective-C ist übrigens, werden wir gleich sehen, ja, das sieht schon so aus wie ein C-Programm. Es gibt halt noch ein paar weitere Konzepte dazu, die unabhängig sind von der Programmiersprache und eigentlich eher das Objektorientierte und sowas wie Frameworks und Patterns bedeuten. Man kann auch mit Objective-C fast völlig prozedural programmieren, imperativ programmieren. Das Eigentliche, was das so angenehm macht, das Programmieren mit Objective-C, mit einer objektorientierten Programmiersprache, das ist diese Zusammenfassung von Struktur und Funktion, wodurch das Neue dazukommt, das Nützliche dazukommt. Beim objektorientierten Programmieren, da haben wir einen neuen Namen für diese Zusammenfassung von Struktur, Deklaration und Funktionen. Das nennt man Klasse. Das ist kein Objekt, eine Klasse, sondern, naja, zunächst mal nicht. Die Strukturdeklaration, die wir hier zum Beispiel aufschreiben, ne, wir haben hier wieder den Namen, den Aufzählungstyp, das Baujahr und den nächsten, das nächste Fahrzeug, die Strukturdeklaration. Und hier hinten dran schreiben wir noch die wichtigsten Funktionen, die wir dafür brauchen. Hier haben wir übrigens neben Baujahr auch noch das Gewicht. Das habe ich so eingefügt, damit wir ein bisschen mehr spannende, interessante Sachen damit machen können mit unseren Fahrzeugen. Also die Strukturdeklaration ist irgendwie klar und offensichtlich. Das haben wir jetzt auch schon häufig genug gemacht. Und jetzt brauchen wir noch Funktionen zum Initialisieren, eventuell zum Löschen, um auf Felder zuzugreifen, also hier, um das Gewicht einzutragen in so ein Fahrzeug, um das Gewicht herauszuholen. Aber wir haben hier noch eine andere Funktion, Compute Weight, also das Gewicht des ganzen Zuges, des Fahrzeuges, das man da reinsteckt, plus Anhänger, die noch dran sind, zu berechnen. Das hatte ich ja schon mal irgendwie so postuliert, dass wir das gerne hätten. Und hier haben wir noch eine Funktion,
um, wenn wir den, da steckt man ein Fahrzeug rein und dann kriegen wir den Anhänger davon. Also das jeweils nächste, was hinten dran hängt. Das holen wir uns hier. Also Felder zugreifen und irgendwelche Listenoperationen zum Beispiel. Das sind die Funktionen, die wir da haben wollen, da drin. Ja, GetNext ist eben genau eine Listenoperation. Die Funktionen von auf dieser Struktur in solchen Klassen beim objektorientierten Programmieren, die nennt man auch Methoden oder Selektoren oder Messages. Die Leute benutzen unterschiedliche Begriffe dafür. Was wir bisher haben, eine Klasse, ist eigentlich ein Konzept. Da gibt es noch keinen Speicher, wie eine Datenstruktur, die deklarieren wir erstmal, da haben wir noch keinen Speicher angelegt, wir haben ein Konzept dastehen und Funktionen, die was mit diesem Konzept machen. Die Methoden der Klasse. Hier, um das benutzen zu können, um so eins zu deklarieren in Objective-C und etwas genauer noch für das iOS, da brauchen wir noch ein Objekt, eine Klasse in das Object. Die müssen wir noch importieren und die gibt es hier oben. Hier oben drin mit Import sagen wir, wir wollen das hier verwenden und das NSObject, das hilft uns für die Verwendung. Ja, das ist so eine, wir sprechen gleich noch mehr drüber, ich sage jetzt da noch nichts dazu. Also, wir machen hier ein Objekt, Next Step Object, erstes Feld Name, zweites Feld die Art. Hier haben wir aufgeschrieben, was die Art sein kann. Bräuchte es natürlich vielleicht noch ein paar mehr. Und hier zwei Integers, Baujahr und Gewicht und natürlich der Zeiger aufs Nächste. Und wir sagen hier für diese Klasse, die wir hier deklarieren oder definieren, da haben wir eine Initialisierungsfunktion, eine Funktion zum Anhängen. Und zwar wollen wir dieses Fahrzeug hier anhängen an das, worauf wir diesen Selektor loslassen, die Methode loslassen, das Gewicht eintragen, da müssen wir hier einen Integer reinpacken, das Gewicht holen von dem Wagen, vergleichen und das nächste Fahrzeug bekommen. Das Add und das GetNext, die hängen so ein bisschen zusammen, sind Listenoperationen. Das hier ist ja auch an eine Liste was anhängen. Unten drunter, das werden wir gleich sehen. Wir sprechen nämlich jetzt hier über die Implementierung. Das ist das, was der Rest der Welt bekommt, alle, die diese Klasse benutzen. Das ist das, was uns vorbehalten ist, die wir die Klasse implementieren. Wir schreiben also vorne dran, wir brauchen diese, für diese Klasse hier, das H-File, das Header-File importieren wir. Da stellen wir hier die Implementierung zur Verfügung. Hier steht Interface für die anderen. Hier steht Implementation, damit der Compiler-Code erzeugen kann, damit wirklich was passiert dann irgendwann mal. Und hier dieses Minuszeichen hier auch, das bedeutet eben, dass das Methoden hier Instanzmethoden sind, für, auf den Begriff kommen wir gleich auch noch, für dieses, für die Fahrzeuge. Und hier das Init, da haben wir einfach nur den Kopf hier rauskopiert. Das machen wir so, dass wir an die Superklasse von uns, also an das NSObject hier, das Init schicken. Da bekommen wir gleich Funktionalität von der Klasse, von der wir da was geerbt haben, von dem NSObject. Dann wird es schon mal initialisiert, diese Klasse. Und was wir jetzt noch machen ist, ähnlich wie hier beim Initialisieren, wir initialisieren den String und vielleicht noch ein paar andere Sachen, die habe ich hier einfach mal hinter drei Punkten versteckt. Aber auf jeden Fall den String mal auf den leeren String setzen. Und damit sind wir auch irgendwann fertig. Und das ist die erste Methode initialisieren. Und die verlässt sich im Wesentlichen auf was oben drüber.
von dem wir geerbt haben. Add, das Anfügen an unseren Zug, an diese Liste. Wir kriegen die Funktion add, die bekommt einen Parameter mit, und zwar ist das wieder ein Zeiger auf so ein Fahrzeug. Und ein Objekt Fahrzeug kriegt die mit, FZ. Und in das Feld next von unserer Datenstruktur, oder vielleicht soll ich jetzt sagen von der Klasse, in das Feld next, da tragen wir diesen Zeiger Fahrzeug, den Referenz von dem nächsten Objekt da ein, und dann sind wir fertig. Jetzt haben wir hier noch set weight, da kriegen wir ein Gewicht mit, ein Integer steht hier als Typ da, und das weight stecken wir hier in das Feld Gewicht rein, das da. Get weight, wir müssen Integer zurückliefern, und wir holen uns also dieses Feld hier Gewicht und geben es zurück. Auch nicht viel dabei. Das nächste, get next, und Sie sehen, das ist alles eigentlich ziemlich einfach. Get next, da stecken wir, holen wir uns das Feld next, das da, und geben es zurück. Jetzt wird es hier irgendwie ein bisschen interessanter beim Gewicht zusammenrechnen, compute weight. Falls wir selbst, also das Objekt, dem dieses compare, dieses Selector compare weight compute weight geschickt wird, wenn das ein leeres Objekt ist, dann geben wir 0 zurück, denn der leere Zug wiegt ja auch nichts. Andernfalls nehmen wir unser eigenes Gewicht und schicken dem Rest vom Zug next die Message compute weight. Nur da haben wir wieder das, die Rekursivität drin, die wir für Listen, ja, Listenverarbeitung vernünftigerweise verwendet. Und hier sehen Sie wieder, ne, klassisches Informatikerkonzept, was Einfaches machen und die schwierige Arbeit weiterreichen, naja, nachdem sie ein bisschen leichter geworden ist. Und das geht so lange, bis dieser Next Pointer hier, das nächste Objekt, eine Nil ist, dann gibt es hier 0, kommt hier die 0 zurück, und dann wird die 0 zum Gewicht vom letzten addiert zurückgegeben, das wird zum vorletzten addiert zurückgegeben, irgendwann sind wir fertig und vorne angekommen. Das steckt ja gerade hier in der Rekursivität drin. So, jetzt haben wir immer noch kein Objekt angelegt, aber wir haben die Klasse aufgeschrieben und ein paar Funktionen, die damit umgehen. Und Sie sehen, dass wir jetzt hier zu dieser Funktion, zu dieser Datenstruktur Fahrzeug, haben wir auch die passenden Funktionen. Und dieses Compute Weight, das funktioniert eben gerade für Fahrzeuge. Für Stühle und für Studenten wird es nicht gehen. Aber für den Zug, so wie es hier programmiert ist, geht es eben. Wir könnten das vielleicht auch irgendwie umbauen, wenn wir eine Online-Händler-Software basteln würden, dann könnten wir da irgendwie so die Objekte, die in das Paket reinkommen, verketten und dann das Gewicht vom Paket berechnen, um zu wissen, wie viel Porte wir bezahlen müssen oder sowas. Ja. Würden wir vielleicht sowas hier in der Art benutzen oder schreiben. Nachdem wir also die Klasse deklariert haben, wollen wir jetzt mal Objekte machen. Die Klasse ist das Muster, das Konzept. Objekte entstehen durch Anlegen. Das nennt man auch instanzieren. Wenn ein Objekt im Speicher liegt, dann ist es instanziert. Ein Objekt erstmal
für die Referenz für das Objekt, für zwei Fahrzeugobjekte, Platz anlegen mit Zug und Z1. Und den Zug, da schicke ich also jetzt die Nachricht init an das, was passiert, wenn man der Klasse Fahrzeug das Allocate schickt. Der Klasse Fahrzeug schicke ich Allocate, dann entsteht so ein Objekt und dem schicke ich das Initialisieren und dann habe ich den Anfang von einem Zug. Das Init, das hatte ich hier hingeschrieben. Wo ist denn das Allocate? Und das Allocate, das legt so ein Objekt an und das ist auch etwas, das kommt vom NSObject. Das brauche ich gar nicht hinzuschreiben. Das kriegen wir einfach so mit. Dadurch, dass das Fahrzeug von NSObject abgeleitet ist. Also das Allocate ist eine Methode, die wir der Klasse Fahrzeug schicken und dann entsteht so ein Fahrzeug und diesem Fahrzeug, was da rauskommt, dem schicken wir das Init. Und jetzt haben wir eins, das ist sauber initialisiert, das können wir hier zuweisen. Dann machen wir noch ein Fahrzeug hier an dieser Stelle, genauso. Und jetzt nehmen wir dieses Fahrzeug Z1 und hängen es an den Zug an. Ich sage also diesem Objekt Zug, das ich als erstes gemacht habe, häng doch bitte an dich selbst, an dich selbst diesen Zug Z1 an. Kuppel den Z1 an dich an. Und wie das gemacht wird, war ja einfach genug, das haben wir hier gesehen. Man nimmt dann das Z1 und schreibt es hier in den Zeiger hinein. Naja, Zeiger, da sehen Sie es ja. Allozieren und initialisieren mit init. Die Referenzen auf diese Objekte, da brauchen wir Variablen. So wie wir für unsere Listen Head und Tail und solche Sachen gebraucht haben, brauchen wir hier auch noch Variablen, um die Referenzen auf unsere Objekte, die wir da anlegen, zu halten. Die Notation, die ich benutze, um so eine Nachricht, eine Message an ein Objekt zu schicken, die ist eckige Klammer auf und dann steht hier ein Objekt und hier hinten die Message und eckige Klammer zu. Danach brauchst du noch einen Strichpunkt. Das entspricht einem Funktionsaufruf. Also der Funktionsaufruf, der wird ein bisschen anders geschrieben. Da würden wir halt in diesem Fall irgendwie so was schreiben wie at und dann Klammer auf Zug und Z1 Klammer zu. Hier schreiben wir es so. Wir schicken diese Nachricht at mit dem Parameter Z1 an den Zug. Häng das an dich selber an. Im Smalltalk ist übrigens auch die Arithmetik so gemacht. Das Pluszeichen bedeutet, addier doch mal die 5 an die Variable a. Und da kommt dann eine neue Zahl heraus und die kann man irgendwo hingeben. Wenn man noch Parameter hat, wie wir hier hatten, hier oben, das ist eine Nachricht an ein Objekt senden ohne Parameter, das init, hier mit Parameter, die werden so mit Doppelpunkt hinten dran geschrieben. Also Message, Doppelpunkt, die notwendigen Parameter, den notwendigen Parameter schicken wir hier an Objekt. Und wenn wir mehrere Parameter haben, das Objekt hinschreiben, die Message hinschreiben, Doppelpunkt, den ersten Parameter P2, P3 und so weiter. Die Namenskonventionen für diese Parameter sind, für den Parameter 2 bis N sind eben P2 und, naja, AND P2, AND P3 und so weiter. Wir werden das aber dann gleich noch betrachten können an Beispielen. Man kann übrigens auch sowas hier schreiben, und das ist eigentlich typisch, ne? Objekt, dann die Message, dann Doppelpunkt, den ersten Parameter, Doppelpunkt, den zweiten und so weiter. Das hier könnte noch ein bisschen runterrutschen, dieses Kästchen, dann könnte man auch das dahinter noch besser sehen. Das sollte ich auch noch machen. Den P3 dann eben auch noch.
hier habe ich noch eine komplette Initialisierung für so ein Fahrzeug hingeschrieben. Erstmal alles initialisieren, was man noch mitbekommen hat von der Klasse, von der man geerbt hat. Über das Erben müssen wir gleich noch weiter ein bisschen was plaudern. Aber der Superklasse oben drüber, der schicken wir mal das Init. Mach mal das, was darüber notwendig ist, das wir vielleicht gar nicht kennen. Und dann den Namen setzen wir auf den leeren String, das Next auf den Null Pointer, der heißt jetzt hier Nil, die Referenz auf die leere Referenz auf das nächste Objekt, die heißt hier Nil. Das Gewicht setzen wir auf 0 und dann geben wir uns selbst noch zurück. Wir geben deshalb uns selbst zurück, damit hier oben wieder eine Objektreferenz rauskommt, die wir irgendwo reinstecken können. Hier nochmal als Beispiel für die Deklaration von der Message. Es kommt, wenn wir setWeight machen, kommt nichts heraus, aber es braucht einen Integer-Parameter, den nennen wir Weight. Und wenn wir getWeight einem Objekt schicken, dann kommt ein Integer raus. GetWeight ist eine klassische Accessor-Methode. Die brauchen wir teilweise gar nicht selber zu schreiben, die werden uns vom Compiler automatisch generiert. Wir können sie aber auch aufschreiben, immer dann, wenn wir spezielle Verhaltensweise brauchen. Wenn wir vielleicht das Gewicht noch durch 10 dividieren wollen oder mit 1000 multiplizieren wollen, weil wir ja Kilogramm haben wollen und nicht Tonnen in der Floating-Point-Schreibweise oder sonst wie was. Klassisch können wir zugreifen auf so ein Feld in einem Objekt, in dem wir die hier vorne die Instanz hinschreiben, also sowas da, Zug, und dann einen Punkt und dann das Attribut uns besorgen, also Zug, Punkt, Gewicht würde uns das Gewicht liefern, oder wir können es mit getWeight machen, also mit dieser Accessor-Methode, Objekt, dem Objekt schicken wir hier das Get bzw. das Set. Es ist auch eine gute Sitte, wenn man das selbst programmiert, das wirklich GetWeight und SetWeight zu nennen, so wie ich das hier gemacht habe. Das sind Methoden, um auf so ein Feld zuzugreifen, und eigentlich ist das wahrscheinlich besser, als wenn man es so schreibt. Wenn man es so schreibt, wird vielleicht nicht so klar, was man tut. Man eigentlich schon auch, aber die allgemein anerkannte und als gut befundene Art zuzugreifen, ist mit solchen Accessor-Methoden, Get und Set. So macht man es eben. Und was jetzt hier entsteht beim objektorientierten Programmieren, das haben wir eben auch schon benutzt. Das ist so eine Hierarchie von Objekten. Man kann es auch sagen, Spezialisierung. Das ist jetzt wirklich ein mächtiges Konzept, die Vererbung. Eigentlich macht man nämlich gar keine Klassen neu und frisch, sondern man sucht sich eine passende Klasse und baut auf die auf. Man erweitert existierende Klassen. So eine Klasse wird erweitert, indem man irgendeine Basisklasse nimmt, von der erbt man alles, was schon da ist, alle vorhandenen Eigenschaften und alle vorhandenen Methoden insbesondere, also das, was die anderen schon programmiert haben oder was man vielleicht selbst gestern programmiert hat, und dann fügt man noch was hinzu. Das bedeutet immer Spezialisierung. Ich könnte also jetzt noch zu meiner Klasse Fahrzeug, von der noch erben und eine weitere Klasse Zugfahrzeug, Lokomotive, spezialisieren. Die Lokomotive, die bräuchte dann zum Beispiel noch ein Feldleistung. Wie viel Gewicht die auf der Ebene ziehen kann oder sowas.
Also neue Felder und neue Methoden machen aus einer Basisklasse eine neue Klasse. Und da fügen wir dann noch hinzu. Und dann nehmen wir lieber das hier als Basisklasse und dann kommt noch hier noch ein bisschen was dazu. Die Felder und Methoden von so einer Basisklasse, die kann man, auf der wir aufbauen, die kann man erweitern. Also wir können einerseits das, was es gibt, verwenden und uns darüber freuen. Wir können zweitens noch ein paar dazufügen. Und drittens können wir auch Methoden nehmen, die es schon gibt und ändern. Was wir hier gemacht haben, ist, wir haben eigentlich geändert. Unsere Methode initialisieren von einem Fahrzeug überschreibt die Methode, die eigentlich zu einem Objekt dazugehört, zu diesem NS-Object dazugehört. Aber weil wir natürlich schon auch die Leistung von der Basisklasse haben wollen, schicken wir erstmal das Init an die Superklasse, man nennt das eben Superklasse, schicken wir das Init an die Superklasse. Jetzt macht das die Superklasse ihr Ding. Und danach machen wir noch das, was speziell ist, Spezialisierung, den Begriff habe ich eben gebraucht, was speziell ist für unsere Fahrzeuge. Und wenn ich jetzt noch eine weitere Klasse Lokomotive, Zugfahrzeug hätte oder Triebfahrzeug, wie auch immer es heißt, Lokomotive sage ich jetzt einfach mal, oder Lok, die Lok, die würde dann also das Initialisieren vom Fahrzeug aufrufen, von der Superklasse, und das Fahrzeug würde seinerseits wieder erstmal initialisieren von NSObject aufrufen. Und dann mache ich noch mein Ding, also zum Beispiel das Feld Leistung von der Lokomotive belegen. Ja, die hat wahrscheinlich noch ein paar mehr zusätzliche Felder, vielleicht auch Leistungsaufnahme oder ob es eine Dampflok ist oder eine Diesellok oder sonst was. Tankinhalt von der Diesellok. Self, das sind wir selber, unsere eigene Klasse. Super ist die Klasse, von der wir geerbt haben. Also wenn das hier das Substrat ist und die erbt davon, so könnten wir das dann sehen. Dann ist super das Große und Self das Kleine. Und jetzt wird's Programmieren ein bisschen einfacher. Wir erben von der Klasse, von der existierenden Klasse. Die eigentliche Arbeit ist, die passende Klasse zu finden, von der wir erben können. Und dann fügen wir ein bisschen was hinzu. Also wir erben erstmal und die Methoden, die es schon gibt, die Felder, die es da schon gibt, das erben wir alles. Und dann müssen wir ein paar Felder, ein paar Methoden hinzufügen. Manche müssen wir überschreiben. Jetzt kann es natürlich sein, wir haben ein Init gemacht, aber oben drüber gibt es auch schon ein Init und darüber gibt es ein Init. Wenn wir dann für unser Fahrzeug, für das wir ein Init programmiert haben, das Init aufrufen, dann geht das sozusagen vom Blatt zur Wurzel. Ne? Wenn das hier die speziellste Klasse ist, Lokomotive initialisieren, dann trifft man natürlich eine Lokomotive, wenn es die Methode hat. Und wenn wir dann super sagen, dann treffen wir das oben drüber und dann treffen wir das wieder oben drüber und so weiter. Wir arbeiten uns da sozusagen in diesem Abhängigkeitsbaum nach oben. Und hier habe ich das Interface Lokomotive und das Erb von Fahrzeug. Ich brauche also nicht mehr den Namen und das Gewicht und das Baujahr und Next und sowas. Das Einzige, was ich brauche, ist, ich will noch wissen, ob es eine Dampflokomotive ist oder eine Diesellokomotive oder Elektrolok. Habe ich jetzt mal Prinzip genannt, dieses Feld, naja. Dann habe ich hier Leistung und dann habe ich hier anhängbare Last, damit es ein bisschen einfacher wird. Das, was wir jetzt machen wollen. Anhängbare Last. Und das Initialisieren von der Lok, da stecke ich als Parameter noch Leistung und anhängbare Last hinein. Also, der erste Parameter ist Integer Last, Integer Leistung und der zweite und dazu noch die Last ist dieser Parameter Load, nenne ich den mal.
Und weil ich jetzt einer Lokomotive einen Zug anhängen möchte und dabei noch was überprüfen möchte, habe ich wird die Funktion add noch überschrieben. Die Funktion add, die ich beim Fahrzeug auch schon habe, die überschreibe ich hier, um in der Klasse Lok noch was zu machen, das wir gleich sehen werden, nämlich zu überprüfen, ob wir den Zug, den wir da haben, überhaupt an die Lokomotive anhängen können, ob die den noch ziehen kann, ob die maximal anhängbare Last an die Lok nicht überschritten worden ist. Und jetzt habe ich, also hier, das ist wieder das Interface, nach außen sagen, was wir sind, machen können, die Klassendefinition. Hier haben wir das Private, was die Außen gar nicht anschauen müssen, das, was wir programmieren. Also, dann schreiben wir mal, das ist die Implementierung von Lok. Und als erstes brauchen wir das Initialisieren. Das ist das hier. Wir geben eine Lok zurück vom Initialisieren. Das hat man jetzt schon immer so, Fahrzeug zurückgeben. Und das Initialisieren, das kriegt noch zwei Parameter mit, die Leistung und die Last hier hinten. Und wir rufen jetzt mal für die Superklasse das Init, da treffen wir jetzt Fahrzeug. Ne? Und Fahrzeug macht dann wieder ein Init von seiner Superklasse, das ist das NS-Object. Wir tragen hier bei Prinzip mal Elektro ein, den Parameter Last stecken wir bei Leistung rein, den Parameter LST, den Parameter Load stecken wir hier bei Last rein und wir geben uns selbst zurück. Mehr brauchen wir da schon nicht. Diese hier, GetWeight, SetWeight brauchen wir nicht, erben wir von oben drüber. GetNext brauchen wir auch nicht, erben wir von oben drüber. Was wir noch überschreiben, hier gab es auch noch den Add, den überschreiben wir. Da. Und jetzt benutzen wir gleich so eine Methode, die ich vorher auch schon definiert hatte. Wir wollen ja einen Zug anhängen. Der Zug, der steckt hier in diesem Parameter Fahrzeug drin. Das ist ja eine Liste. Falls die Last kleiner ist, also das, was wir anhängen können an die Lokomotive, kleiner ist als das berechnete Gewicht von diesem Fahrzeug und seinen Anhängern, dann geben wir 0 zurück. Hat nicht geklappt. Sonst benutzen wir die Methode add von der Superklasse. Die haben wir ja schon vorher mal programmiert. Da hängen wir also das Fahrzeug mit der Methode add hier an. Das brauchen wir jetzt gar nicht mehr zu programmieren. Wir wollen nur diese Sicherheitsabfrage, ob die Lok den Zug ziehen darf, kann. Die wollen wir noch durchführen hier an dieser Stelle. Und wenn die ziehen kann, wenn also das gesamte Gewicht des Zuges kleiner gleich der Last ist, die diese Lokomotive ziehen kann, dann machen wir das hier, hängen das hier an, ohne dass wir jetzt das können müssen. Das macht jemand für uns oben drüber. Und dann geben wir einen Einsatz zurück und freuen uns, dass wir fertig sind. Jetzt haben wir also von der Klasse Fahrzeug geerbt. Und es ist eigentlich eine Spezialisierung, denn die Lokomotive ist ja ein spezielles, ein besonderes Fahrzeug. Jetzt könnten wir vielleicht auch nochmal E-Loks und Diesel-Loks und Dampfloks als Spezialisierung von der Klasse Lok machen, programmieren. Jetzt frage ich Sie nochmal nach Fragen, bevor ich hier weitermache. Ich schaue mal in die Runde. Jetzt muss ich vielleicht auch hier nochmal gucken. Das habe ich gar nicht ausgepackt gehabt. Vielleicht hat sich ja hier irgendjemand sich eine Frage überlegt und mir geschickt, aber irgendwie wird
das nicht so viel benutzt. Ne, keine Stoppschilder. Nun gut. Und sie haben jetzt hier auch keine mehr. Ich habe das schon benutzt und darüber gesprochen. Wir erben von der fertigen Klasse, dem NSA-Object. Und da steckt sowas drin wie sauberes Initialisieren von der Klasse. Was da gemacht wird, das wissen wir jetzt gar nicht. Das kann sich auch ändern über die Zeit, wenn es mal eine Änderung in der Klasse gibt, wenn es mal eine Änderung im Betriebssystem gibt. Vielleicht wollen die Apple-Leute irgendwann mal jetzt hier im iOS ein neues Speichermanagement einführen. Dann müsste man wahrscheinlich was am NS-Object ändern. Aber das interessiert uns nicht. Wir benutzen das wie eine Blackbox. Und an diese Blackbox, da kleben wir noch unsere eigenen Sachen dran. Außenrum. Zum Beispiel das Fahrzeug, das ist eine Spezialisierung von NSO-Object. Und die Lok ist eine Spezialisierung von Fahrzeug. Und vielleicht haben wir hier noch eine Spezialisierung von Fahrzeug, die heißt Personenwagen. Mit einem Feldsitzplätze. Und vielleicht auch noch eine Feldleistungsaufnahme, wenn die geheizt werden muss. Wenn so ein Wagen geheizt werden muss. Oder für die Klimaanlage. Und dann haben wir noch eine Klasse Güterwagen als Spezialisierung. Und von Lok leiten wir noch ab, ableiten ist ein anderer Ausdruck für erben, leiten wir noch ab die Elektrolok, die Dampflok, die Diesellok und vielleicht gibt es auch irgendwann noch eine Solarlok. In diesem Baum wird von oben nach unten vererbt, von unten nach oben spezialisiert. Natürlich möchten wir möglichst viele Methoden von oben erben, weil wir ja möglichst wenig arbeiten wollen. Oder andersrum formuliert, wir wollen das, was andere an vernünftigen Sachen gemacht haben, verwenden. Es gibt auch noch sowas wie NSObject, ist eine abstrakte Klasse. Die werden auch nicht selbst instanziert, die dienen nur dazu, so abstrakte Klassen, um davon zu erben. Und für das Management, das aus diesen, für die Funktionen, die da drin stecken, dass wir die benutzen können. Zu diesem Management, jede Methode, die kann zwei Sorten von Klassen haben. Einmal die Methoden, die wir bisher schon besprochen haben, die mit so einem Minuszeichen markiert waren, mit so einem Strich hier, die also mit den Feldersätzen in so einem Objekt und so weiter. Und dann gibt es noch die Klassenmethoden zum Klassenmanagement. Das ist zum Beispiel so ein Konstruktor und da wird vorne mit einem Plus geschrieben. Plus vorne dran geschrieben. Der Allocate, das kann man dann im Programm auch ein bisschen anders sogar noch schreiben, in manchen Programmiersprachen. Das Allocate, das legt eine Klasse an. Und das haben wir ja hier auch schon dann und wann mal benutzt. Da Allocate an die Klasse, weg da, an die Klasse schicken und dann erhalten wir einen Zeiger drauf und den können wir initialisieren. Ich möchte noch ein Wort zu dem Begriff Polymorphismus sagen. Was ich Ihnen bisher erzählt habe, ist, dass wir von einer Klasse erben. Wir spezialisieren das NS-Object, wir spezialisieren Fahrzeug, wir spezialisieren Lok. Es gibt auch eine Möglichkeit, von zwei Klassen gleichzeitig zu erben. Das nennt man
Polymorphismus, Vielgestaltigkeit. Ne? Man kann zeigen, dass das nicht wirklich notwendig ist, dass man objektorientiert auch prima programmieren kann mit einfacher Vererbung. Trotzdem gibt es das in manchen objektorientierten Programmiersprachen, in manchen auch nicht. Und in manchen objektorientierten Programmiersprachen gibt es so Hilfskonstrukte, um Polymorphismus herzuzaubern. Wir verwenden das hier in der Vorlesung, den Polymorphismus eigentlich nicht oder möglichst wenig. So ein Hilfskonstrukt braucht es dann mal, gibt es im iOS, weil es an dieser Stelle bequemer ist. Aber ich möchte eigentlich das nicht so hier vertiefen, den Polymorphismus. Ich möchte aber den Begriff mal nennen, damit Sie, wenn Sie es mal lesen, beim Hä-Sagen sich zumindest daran erinnern, dass ich mal drüber gesprochen habe und Sie gewarnt habe, dass es sowas geben könnte oder dass es mal auftaucht. Ich habe gesagt vorhin, dass Objekte, Klassen ein ganz mächtiger Mechanismus sind. Unter anderem wegen der Vererberei. Mit mehreren solchen Klassen kann man Frameworks erzeugen. Und Frameworks, das ist was heutzutage eine typische Art an Leistungen von, die andere Leute programmiert haben, heranzukommen, und zwar umfangreichere. Das ist sowas wie, ja, die Funktionen und die Strukturen, die wir in Libraries haben. Wir haben ja auch schon beim C Programmieren, das gehört eigentlich nicht zum C, aber es gibt es dazu, diese Library zum Ein-Ausgeben, Standard I.O. verwendet. Oder die Library, aus der wir das Memory Management bekommen haben. Standard Lib, Lib wie Library. Das sind so häufig verwendete, nützliche Dinge, die andere Leute programmiert haben, damit man bestimmte Leistungen vom Computer vernünftig benutzen kann. Zum Beispiel das Printf. Hinter dem Printf steckt eine ganze Menge Code. Da gibt es, ne, Dateizugriff ist das eigentlich, eine Ausgabe, aber auch Fenstermanipulation und sowas kann da drin stecken. Und die Listenverarbeitung gibt es auch in solchen Libraries drin und Stringverarbeitung und, und. Das nennt man manchmal auch API, Application Programmers Interface, API. Das ist eigentlich zur, ja, einerseits zum Bereitstellen, andererseits zur Abstraktion, damit der Benutzer nicht mehr weiß, der Programmierer, der es verwendet, nicht mehr weiß, wie es denn wirklich gemacht wird. Einerseits kann man darüber traurig sein, dass man nicht weiß, wie die Leistungen wirklich erbracht werden. Andererseits kann man sich aber auch dann sicher sein, dass die anderen nicht darauf aufbauen, weil wenn sie wissen, wie es denn da innen drin gemacht wird, kann man ja spezielle Eigenschaften ausnutzen. Und spezielle Eigenschaften ausnutzen würde ja auch bedeuten, dass der die Library zur Verfügung stellt, das niemals mehr ändern kann. Das ist ein klassisches Problem. Ein Hersteller produziert einen Computer, ein Programmierer findet raus, dass wenn man an diese spezielle Speicheradresse einen 17er, eine Zahl 17 ausgibt, dass es dann ein Liedchen spielt oder anfängt zu tanzen, das Ding. Dann verlassen sich irgendwelche Programmierer darauf und verwenden das. Irgendwelche Benutzer freuen sich darüber. Und wenn Sie mal beschließen, wenn diese 17 dahin ausgegeben wird, dann will ich das aber nicht mehr machen, dann gibt es einen Aufstand. Und das ist der Grund, warum im Windows so viele alte Sachen drin stecken, warum Prozessoren
die Intel-Prozessoren auch noch die uralten Instruktionen ausführen können, weil die Leute sich darauf verlassen, dass es da ist und weil es mal nützlich war. Also wenn so eine API undurchsichtig ist, wenn niemand weiß, wie es unten drunter gemacht wird, wenn die Leute nur wissen, dass es gemacht wird und ein Interface haben, dann kann man auch innen drin mal was ändern und das ist eigentlich angenehm. Also das kann schon auch Vorteile haben, dass das so undurchsichtig ist. Und eine weitere nützliche Eigenschaft von solchen Frameworks ist die Portabilität. Sie schreiben ihr Programm konsequent, dass es diese Frameworks verwendet. Und wenn der Hersteller von der Maschine dieses Betriebssystem auch auf einer anderen Maschine zum Laufen bringt, auf einem anderen Computer zum Laufen bringt, läuft ihre Software da auch. Das ist eigentlich schön. Und es gibt solche Frameworks, zum Beispiel zum Kommunikationsprogrammieren, das ACE, aber auch sowas wie das iOS ist eigentlich ein Framework, viele Frameworks. Und wenn Sie vor ein paar Jahren eine App programmiert haben, die auf einem iPhone lief, dann lief Ihre App auch auf einem iPad, obwohl es eigentlich unten drunter was anderes ist. Aber nur für die Leute, die sich anständig an die Frameworks gehalten haben. Alle anderen, die sich nicht sauber ans Framework gehalten haben, die haben Pech gehabt und mussten umprogrammieren. Naja, Apple sagt ja nur, sowas kommt von sowas. Ne? Aber da muss man auch die Hersteller ein bisschen verstehen, dass sie diese Frameworks zur Verfügung stellen und nicht das weiter unten, damit sie eben mal was ändern können, damit man neue Geräte bauen kann. Also ein Framework, hier oben habe ich über Libraries gesprochen, ein Framework ist eine Menge von Klassen, die sind wiederverwendbar, die sind von Ihnen verwendbar, Sie können diese Klassen von diesen Klassen erben, spezialisieren. Wenn es eine Klasse Window gibt, dann können Sie so eins nehmen und mein tolles Super Window draus machen, eine neue Klasse, die dann noch weitere Eigenschaften hat. Grün blinken oder sonst was. Wenn es denn nötig ist. Also wir können von dieser Menge von Klassen, die können wir erweitern, überschreiben, spezialisieren und so weiter. Andererseits entstehen durch dieses Framework, die vielen Klassen, die da zur Verfügung gestellt werden, da drin schon Struktur für Ihr Programm. Die Programme, die Sie aus dem Framework erzeugen können, die Sie mit so einem Framework schreiben können, das ist schon eine Untermenge von allen möglichen Programmen, die da rauskommen könnten, wenn man beim Programmieren. Und es gibt auch dann in Betriebssystemen eine spezielle Klasse Programm, von der Sie dann eben auch erben können und die dann schon eine Struktur, wie so ein Programm funktionieren wird, vorgibt. Und was da dazugehört zu vielen von diesen Frameworks, ist eine Art Kontrollumkehr. Vorher hatten wir immer, dass wir als Programm aufgerufen werden vom Betriebssystem, Main, und dann machen wir das, 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 das und das und das und das und das und dann sind wir fertig. Bei uns stand der ganze Ablauf, dieser ganze Ausführungsfaden stand bei uns im Programm drin im Main. Das fällt jetzt hier weg, das dreht sich genau um. So ein Framework, da steckt das Programm sozusagen schon drin, die Grobstruktur von dem Programm. Und wir füllen im Sinne der Spezialisierung des Überschreibens ein paar Funktionen auf. Und da steckt dann unsere eigene Leistung drin. Also das Programm wird aufgerufen, mit ihm das Framework. Und wir können die Methode Programmstart sozusagen, die können wir noch überschreiben mit unserem eigenen. Dann würden wir also beim Programmstart
den entsprechenden Selektor kriegen, dann würden wir erstmal von der Superklasse, von der Klasse Programm oben drüber, die Methode Start dich mal ausführen und dann noch unsere eigenen Sachen dazu machen. So wie initialisieren, wie ich hier initialisieren hingeschrieben hatte, hier erstmal die Klasse Programm oben drüber initialisieren und dann hier noch ein paar von unseren eigenen Sachen machen. Also der Programmierer füllt jetzt so vorgegebene Methoden noch auf mit dem, was spezifisch ist für das eigene Programm. Und dann gibt es da auch eine Methode, der Benutzer hat mit seinem dicken Finger irgendwo auf das Touchpanel vorne dran gedrückt. Dann kriegen wir also die Message, da hat einer mit dem Finger gedrückt. Und dann können wir wieder Funktionen im Framework benutzen, um das auszuwerten, um herauszukriegen, ob das für uns ist. Und wenn es für uns ist, können wir ein bisschen was machen und hoffentlich den Rest vom Framework, von der Superklasse erledigen lassen. Ja, da gibt es ein paar Standardfunktionen, die werden von außen aufgerufen und die füllen wir dann. Also unser Programm ist jetzt nicht mehr, dass wir einen Ablauf vorgeben, sondern dass wir an ein paar Stellen in diesem Framework unser eigenes Verhalten einsetzen. Und das meine ich mit Kontrollumkehr. Das hört sich jetzt so an, als ob wir was verlieren. Aber eigentlich gewinnen wir. Nämlich all das draußen rum, was schon jemand anders programmiert hat. Objektorientiertes Programmieren, solche Frameworks, ist insbesondere und für uns am wichtigsten, dass wir eine bequeme Art haben, dass das, was andere Leute schon programmiert haben, eine bequeme Art haben, das zu verwenden. Ja, aber wir konnten es nicht so einfach erweitern und von anderen verwenden. Ja, das hat jemand anders, also die Frage war, das Printf haben wir ja auch schon benutzt von anderen Leuten. Das stimmt, wir haben das Printf von anderen benutzt, aber hier ist das Paradigma eben genau umgedreht. Im klassischen Programm benutzen wir manchmal etwas von anderen Leuten. Hier gehen wir davon aus, dass im Prinzip die Arbeit von anderen erledigt wird und nur wir manchmal einen Handgriff machen. Ja? Und das stellt sich insgesamt als das Einfachere heraus für viele Problemklassen, zum Beispiel für ein User Interface. Und dass wir das User Interface auf einfache Weise bekommen. In so einem Framework fürs User Interface könnte zum Beispiel schon drin stecken einen Knopf, eine Liste, durch die wir durchscrollen können. Ein Feld zur Texteingabe oder sogar ein Feld, das sucht. Liste rein und sagen, zeig mal bitte an auf dem Bildschirm, dass der Benutzer was eintippen kann. Dann tippt er was ein und dann sucht diese Klasse selber mit dem eingetippten Dat in dieser Liste. Und wenn das dann in der Liste drin stand, kriegen wir nur zurück, den fünften Eintrag hat er gefunden. Also diese Umkehr, dass wir nicht mehr selber machen, sondern nur noch benutzen und spezialisieren. Das steckt in den Objekten und das steckt in den Frameworks drin. Weil wir hier in der Vorlesung dann in ein paar Wochen eine kleine App machen wollen und in den Übungen dann auch noch mal eine kleine App machen wollen, schaue ich mir hier die Frameworks, möchte ich hier ein wenig über die Frameworks vom iOS und vom macOS sprechen. Ich habe hier ein paar aufgeschrieben, Frameworks. Da gibt es dieses Core Image Framework,
Bilder zu manipulieren, anzuzeigen, oder das OpenGL, 3D-Grafik machen, das Quartz für Fenster und solche Sachen, Basisfunktionalität von Fenstern, Manipulation von Bildern in der Grafikkarte, wenn Sie so wollen, oder das QuickTime, Funktion, eine Klasse eigentlich, um Filme abzuspielen, Audio, Video abzuspielen. Ein anderes Framework ist die sogenannte Application Kit, AppKit. Da gibt es Fenster, da gibt es Knöpfe, da gibt es Menüs. Die Menüs, die müssen wir nicht mehr selber programmieren, stecken wir in so ein Menü rein, also das erste Menü, da zum Beispiel das Dateimenü, da möchten wir drin haben, öffnen, schließen, neu, vielleicht noch, was wir sonst noch brauchen, die letzten 5 Anzeigen zum Öffnen, und dann haben wir ein Edit-Menü und noch ein paar weitere Menüs. Da geben wir einfach unsere Texte rein, in eine besondere Datenstruktur, und wenn der Benutzer dann so einen Menü-Eintrag ausgewählt hat, kriegen wir wird unsere Routine, da ist jetzt ein Menüeintrag aufgewählt worden, diese Message wird uns geschickt, da ist ein Menüeintrag ausgewählt worden und es war der dritte Punkt im vierten Menü. Das heißt, wir müssen uns nicht darum kümmern, dass wir da hinterher sausen, wie die Maus da über die Menüs fährt, welche aufklappen, welche zuklappen. Wir müssen nicht die Grafik machen, wir stecken den Text rein und kriegen ein ausgewähltes Menü. Ja. Wenn es passiert ist, wenn der Benutzer ein Menü ausgewählt hat, kriegen wir genau die Nummer von dem ausgewählten Menü. Der will jetzt eine Datei aufmachen. Und das ist deutlich einfacher, sowas da, als wenn wir das selber programmieren müssten. Text rein, Auswahl auf, raus. Foundation ist so ein weiteres Framework. Das kommt vom Next Step und deshalb heißen die Namen gehen auch alle mit NS vorne los. Da gibt es zum Beispiel NS Data, sich Speicher zu beschaffen. Oder es gibt NS String, das ist dann schon ein bisschen nützlicher. Suchen in einem String, Strings vergleichen, also unter Strings suchen, Strings vergleichen, Strings zusammenhängen, konkatenieren. Das hatten wir ja auch mal vor 2 Wochen oder so ähnlich, hatte ich das hier selbst programmiert, vorgeführt, sowohl den Vergleich als auch das Konkatenieren. Das gibt es da fertig, wenn wir dieses Objekt NS-String benutzen. Dann gibt es noch was, um mit Arrays umzugehen. Dictionaries sind so, so Sammlungen von einzelnen Strings, in denen wir auch relativ einfach suchen können, welches und was denn. NS-Set sind Mengen, Character-Set, hier Scanner, da kommt wahrscheinlich noch ein zweites N rein, ein Tippfehler, da können wir Zahlen aus Strings herausholen. Wenn jemand an der Tastatur Zahlen eingibt oder gemischt Text und Zahlen eingibt, was zum Beispiel in der Datei steht, dann können wir mit diesem Scanner da die Zahlen aus dem String rausholen. Das ist auch noch was Nützliches, Brauchbares. Es gibt auch solche Operating System Services, der File Manager, den bitten wir um eine Datei. Finden wir mal bitte die Datei mit dem Namen, so wie noch auf der Festplatte. Oder wir setzen das aktuelle Directory. Wenn Sie eine Datei abspeichern, dann werden Sie auch gefragt, in welches Verzeichnis soll das Ding auf dem Computer. Ne? Eigentlich wäre das, dazu gibt es so eine spezielle Dialogbox, die kennen Sie alle von Windows oder vom macOS und auch bei den User Interfaces, den grafischen Benutzungsoberflächen für das Linux ist sowas dabei, KDE oder so. Und da steckt dann auch so ein Management Interface fürs Dateisystem dahinter und da muss man sich eben unter anderem um Pfade kümmern, ne, damit man in das Directory gelangt, in dem die Datei abgelegt ist
also findet, oder das passende Directory für die Datei aussuchen kann. Also sowas steckt da drin. Operating System Services helfen uns aber auch noch. Neue, da müssen wir noch drüber sprechen, was ein Thread ist, einen neuen Thread aufzumachen für unser Programm, damit wir irgendwelche unabhängig, asynchron von uns selber ein Stück Programm laufen lassen können, Process Information abholen und so weiter. Memory Management für Objekte braucht es auch noch. Und dieses hier, diese Klasse NS Auto Release Pool gehört da dazu. NS Auto Release Pool, da können wir Sachen eintragen und dieses Memory Management sorgt dafür, dass wenn keiner mehr, keine Klasse, kein Objekt mehr in ihrem Programm dieses Objekt da verwendet, dass es automatisch entfernt wird, damit man nicht mehr alles selber free machen muss oder deallocate, gibt es da sowas Halbautomatisches. Oder eine weitere Klasse ist URL. Da steckt man eine URL hinein und zurückkommt die Datei. Das ist ein ganz mächtiger Mechanismus. Sie schreiben in Ihr Programm, Sie schicken so eine URL die Message, hol dich mal, und dann bekommen Sie zurück die Bytes, die in der Datei irgendwo am anderen Ende des Internets drin standen. Das ist schon eine nette Leistung, das habe ich in der Vergangenheit auch für Apps benutzt und das geht ganz erstaunlich einfach. URL rein und zurück kriegen Sie eine Textdatei, in der Sie Konfigurationsdaten oder sonst was haben. Also das hier, das letzte, Sie merken schon, das hat es mir irgendwie angetan. Das habe ich benutzt und das war super praktisch. Anstelle von all den Kram per Hand machen. Ich habe hier allerdings ein Beispiel, um mit Strings umzugehen. Wir benutzen also die Klasse NSString. Die funktioniert übrigens, und das ist jetzt eine zusätzliche Leistung zu dem, was ich da neulich geschrieben hatte, die funktioniert nicht nur für normale 8-Byte-Characters, sondern die funktioniert auch für UTF-16 und sowas, für Unicode-Characters, also für kompliziertere Buchstaben, Buchstabensysteme. Das, was man so normalerweise, wenn man es selber macht, im C kriegt, das sind so Dinge wie, oder selber vernünftig programmieren kann, ohne allzu viel Arbeit. Das ist im Vergleich auf die Standard-ASCII-Zeichen ABCs, aber wenn man mit Ä, Ö und Ü vergleicht und sortieren möchte, ist das größer oder kleiner, dann stellt sich das als schwierig heraus. Und dieses NSString, das macht das für uns. Wir können Strings machen, die wir nicht mehr verändern können. Da wird einmal hier zum Beispiel eine String, ne? Wir nennen das Ding mal H-String. Da schreiben wir diese Konstante Hallo hinein, Hello. Hier das Add, das besagt natürlich die Adresse von diesem Literal. Und steckt es hier in das NS-String rein. Und dieses, ne, da sagen wir möchten einen String machen, indem wir an einen existierenden String, an den H-String, dem schicken wir die Nachricht, mach doch mal einen neuen String, indem du das hier an dich selber anhängst. Ich habe hier dieses Hello World genommen, weil irgendwie klar ist, dass hinterher in dem neuen, in dem Hello World String, in diesem Objekt, dass jetzt da drin steht, Hello World. Wir machen hier vorne H-String, der Hello-String, ne? Den haben wir hier erzeugt und gleich das Hello reingeschrieben. Und diesem Objekt, das wir hier erzeugt haben, dem schicken wir die Nachricht, machen neuen String,
indem du an dich selber diesen konstanten String da, dieses Literal anhängst. Da kommt ein String heraus und den stecken wir hier rein. Hier haben wir eine Objektreferenz, Hello World String. Das ist jetzt mal mit diesen Strings, die kann man neue machen, konkatenieren, in einen neuen, denn das ist ja hier eigentlich die Konkatenation. Die meiste Arbeit ist, dass man diesen ellenlangen Selektor hier schreibt. Andererseits hilft uns da im Allgemeinen dann das Programmiersystem. Wenn wir nämlich String beischreiben, dann gibt er uns ein kleines Menü und das hier zur Auswahl. Also, wir machen hier einen, mit Konkatenieren gleich einen neuen String. Damit kann man schon ganz nette Stringverarbeitung machen. Wenn wir wirklich mal, knackt das denn die ganze Zeit so blöd, wenn wir wirklich mal einen String haben, in dem wir auch was ändern können, in dem wir also aus dem E hier zum Beispiel ein A machen könnten oder sowas, dann brauchen wir die Subklasse, eine Subklasse von dem NS-String, die heißt NS-Mutable-String. Und die Methoden da drin, eine haben wir schon kennengelernt, neu machen durch mit Anhängen, sich selber nehmen und anhängen. Wir können also Strings erzeugen, da kann man normale C-Strings nehmen oder insbesondere auch URLs, man kann aber auch ganze Textdateien da reinstecken. Dass man URLs auch so wie Strings behandeln kann, ist natürlich auch noch nett, dann kann man die relativ einfach solche URLs zusammenhängen aus einem Hostnamen und HTTP vorne dran, dann Hostname hin und dann noch den Pfad und den Dateinamen anhängen und man hat eine schöne URL, die man sich holen lassen kann. Eine Methode ist, die Länge herauszukriegen, Teilstrings suchen und herausziehen aus einem String, in dem NS-String konkatenieren, also zusammensetzen oder in Teile zerlegen, vergleichen ist natürlich dabei und Pfade fürs Dateisystem bearbeiten. Das ist auch eine wichtige Aufgabe, die wir haben. Wenn wir eine Datei aufmachen wollen oder eine Datei speichern wollen, dann müssen wir eben solche Pfade da zusammensetzen können. Ja, Ihnen ist vielleicht dieses Problem noch nicht über den Weg gelaufen, aber ich versichere Ihnen, wenn man mal ein bisschen mehr programmiert, dann hat man auch gleich mal dieses Problem. Das passiert spätestens dann, wenn man Zwischenresultate irgendwo speichern will und später mal wieder laden will. Dann überlegt man sich natürlich, dass man ein spezielles Unterverzeichnis will. Man will ja nicht, dass das Zeug oben auf dem Desktop rumfliegt. Also Unterverzeichnisse machen und schon ist man hier, dass man mit solchen Pfaden umgehen muss. Und wenn einem dabei jemand hilft mit fertigen Methoden, dann ist das eigentlich eine gute Sache. Ich habe hier einen String gemacht, der heißt hier S10 und da stecken wir mal diesen String rein, BLUE10. Und ich mache noch einen zweiten, S2 heißt der, da steht BLUE2 drin. Und ich definiere mir hier noch eine Variable, die heißt RES, Resultat, und das ist ein vom Typ NS Comparison Result, also Vergleichsresultat. Und jetzt möchte ich Ihnen was zeigen, was ich ganz interessant fand, eine Leistung von dieser Klasse String. Ich schicke dem S10, vergleich dich mal mit dem S2. Und dann kommt raus, dass die aufsteigend sortiert sind. Also, dass S2 größer ist als S10. BLUE10 ist also hier hier größer als BLUE2 ist größer als BLUE10. Wenn wir einfach nur 10 und 2 reingesteckt hätten, hätte er auch gesagt, 2 ist größer als 10, aufsteigend sortiert. Das kommt, weil wir hier als Vergleichskriterium
nur den Buchstabenvergleich angesetzt haben. Wenn wir ein bisschen mehr Wissen über Text und Zahlen investieren. Und ich sage hier, wir wollen auch als Options, hier als weiteren Parameter für das Compare, gebe ich noch eine weitere Option mit, nämlich, dass der Vergleich auch vorkommende Zahlen in ihrer Größe berücksichtigen soll. Und ich lasse auf das S10 im Vergleich mit dem S2 los, mit diesem weiteren diese Option, die ihm sagt, dass er Zahlen richtig vergleichen soll. Dann kommt raus, dass die absteigend sortiert sind, also das erst das Größere und dann das Kleinere dasteht. Und das ist ja auch das, was man sich häufig denkt, ja, wenn man oder in diesem Fall ja eigentlich würde man ja auch sehen, dass das 2 ist kleiner als das 10. So intuitiv ist dieser String größer als der hier. Aber beim normalen Vergleichen, wenn Sie es so programmieren, wie ich es früher programmiert habe, hier ein paar Folien weiter oben, dann würde das hier rauskommen. Aber diese mächtige Klasse NSString, die kann auch noch sozusagen unter Berücksichtigung der Unterschiede von Buchstaben und Zahlen sortieren. Was die auch richtig macht, diese Klasse NSString, ist, wenn sie Umlaute drin haben, richtig vergleichen. Also das Ä und das Ö und das Ü sozusagen an der richtigen Stelle im Alphabet annehmen. Nämlich das Ä hinter dem A und vor dem B. Normalerweise, wenn Sie das als ASCII-Buchstaben betrachten, dann ist ja das Ä auch noch größer als das Z, ne, also ist hinter dem Z einsortiert. Also solche Sachen, und hier habe ich das Beispiel, gehören da auch noch dazu, zu diesem NSString, sodass man ohne viel Arbeit beim Sortieren richtig sortieren kann. Solche Listen und solche Dinge. Das einzige Problemchen, was es da gibt, ist, da gibt es ungeheuer viele Leistungen, aber man muss sie erstmal finden. Deshalb ist es wichtig, dass man dafür die Dokumentation liest, beziehungsweise dass die Dokumentation eingebaut ist ins Programmiersystem. Dass wenn wir also an dieser Stelle hier Compare hinschreiben, dass er uns dann vorschlägt, du kannst da auch noch Optionen angeben. Und wenn man anfängt, Optionen zu tippen, zeigt er einem die möglichen Optionen. Zum Adventure-Spiel. Ich möchte jetzt noch, nein, das mache ich nächstes Mal. Ich möchte noch was über Patterns sagen, bevor wir dann genommen haben. Ich wünsche Ihnen dann morgen noch einen ordentlichen, schönen Feiertag und wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder früh um 9 Uhr.